Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute im Wald unterwegs. Wir ist der Markus und ich. Da hinten ist er. Servus. Wir sind gerade unterwegs zu einer verlassenen Eisenbahnbrücke. Da werde ich heute nicht so viel erzählen. Also da werdet ihr hauptsächlich Musik und Bilder dazu sehen. Weil was will man zu einer Eisenbahnbrücke alles groß sagen. Beziehungsweise gibt es da auch noch einen Tunnel. Da werden wir natürlich auch versuchen, dass wir den sehen. Und ja, wen es interessiert, der bleibt jetzt dran. Wen es nicht interessiert, der schaltet ab. Und wen es interessiert, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind fast da, haben die Brücke auch schon gesehen, ihr seht sie vielleicht auch noch gleich. Das ist halt schon cool hier. Ah ja, okay. Okay, gleich könnt ihr die Brücke sehen. Ich begebe mich mal hier auf den doch sehr wackeligen und rutschigen Steg. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal die Brücke. Und wir müssten jetzt rein theoretisch, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier lang und gehen dann da hoch. Müssten dann über die Brücke drüber und dann da hinten in dem Waldstück ist dann meines Erachtens der Tunnel. Das schaut schon geil aus. So, wir sind jetzt fast am Fuß der Brücke. Da können wir es noch mal genau sehen. Natürlich fängt es jetzt auch mit Schneeregnen an. Das ist nicht so geil. Ich wollte eigentlich die Drohne hier noch mal hochjagen, dass wir uns die Brücke mal von oben anschauen können. Aber erstmal gucken, ob wir da überhaupt hochkommen. Das ist natürlich die andere Frage. Weil hier ist nämlich Fluss oder Bach. Das ist nicht so gut. Aber hier gehen die ganzen Fußspuren lang. Also rechne ich jetzt mal damit, dass es hier vielleicht doch irgendwo weitergeht. Und wir jetzt hier durch den Bach durch müssen. Ah, da geht, glaube ich, eine Treppe hoch. Ich weiß nicht, das wird man im Video noch nicht erkennen können, aber da geht definitiv eine Treppe hoch. Gut, sehr schön. Gut, der reißende Fluss ist überquert. Hier sieht man ja zumindest ein bisschen was von der Treppe. Die ist halt ziemlich eingeschneit. Aber ich versuche jetzt einfach mal hochzukommen in der Hoffnung, dass ich nicht rückwärts wieder runterputzel. So Leute, ich hasse Stufen. Wir sind jetzt oben. Hochwärts ging es einigermaßen. Mir gerade noch vom Runtergehen. Ihr habt es ja schon ein bisschen gesehen, die Stufen sind relativ vereist. Aber wir sind fast oben. Ich drehe jetzt nochmal rum. Ja, so schaut es hier aus. Da unten kommt der Markus. Und wir müssen jetzt hier diesen Trampelpfad weitergehen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht einen Abgang machen, weil es hier schon ziemlich eng ist. Oh Gott, noch mehr Stufen. Aber das sind jetzt Gott sei Dank die letzten. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind oben auf den Schienen. Wie gesagt, nebenbei gemerkt, ich kann nicht mehr. Die Bahnstrecke ist verlassen, also natürlich hier auch nochmal der
Hinweis, dass man auf in Betrieb befindlichen Schienen nichts zu suchen hat. Ja, ich drehe jetzt einfach mal rum und komme wieder ein bisschen zur Luft. Ja, so schaut es hier aus. Der Blick ins Tal, auch recht geil. Da unten ist der Fluss, wo wir gerade drüber sind. Schon mega. Da hinten schlawinzelt der Markus rum. Hier haben wir noch so ein Bahnhäuschen. Das ist aber leider komplett zu. Aber ich gehe jetzt auch mal ganz schwer davon aus, dass da nichts mehr drin sein wird. Okay, cool. Ja, und dahinter geht es nachher zum Tunnel. Da schauen wir gleich mal hin. Allerdings möchte ich jetzt hier erstmal ein bisschen die Drohne auspacken und euch mal die Brücke ein bisschen von oben zeigen. So Leute, wir sind jetzt auf der unteren Seite von der Brücke. Von oben habt ihr es ja gerade schon gesehen. War jetzt auch eine ganz, ganz, ganz knappe Nummer, weil ich das Wetter vielleicht doch ein bisschen unterschätzt habe. Und was? Achso, der Markus geht übrigens da oben. Da ist er. Ja, das Wetter habe ich ein bisschen unterschätzt. Wir haben sowieso ganz leichten Nieselregen. Wir haben Minustemperaturen. Ach Gott, ist das komisch. Hier unter mir, da wölbt sich alles. Ich muss jetzt bloß aufpassen. Hier, wenn der abrutscht, dann war's das. Aber gut, dann würdet ihr das Video auch nicht mehr zu sehen bekommen, glaube ich. ja, auf jeden Fall habe ich das Wetter etwas unterschätzt. Die Drohne war da oben ungefähr, irgendwo in dem Bereich. Hat mir dann angezeigt, dass irgendwas mit der Motorleistung nicht stimmt. Dann wollte ich sie zurückholen. Wir waren dort bei dem Haus. Und da wollte ich sie zurückholen. Dann ist sie hier runter. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte sie maximal noch ein bisschen steuern. Aber sie ist nicht mehr nach oben gezogen. Ist hier runter. Ist durch die Bäume. Konnte ich es gerade noch so durchmanövrieren. Und dann hat sie sich wieder gefangen. Und ich konnte sie Gott sei Dank wieder zurückholen. Das war heute mein täglicher Adrenalinkick, definitiv. So, wir sind jetzt gleich in der Mitte von der Brücke. Boah, das ist für einen richtig komisches Gefühl hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ihr könnt jetzt hier mal runterschauen. Wir sind jetzt genau hier über den Fluss, Bach.
drin soll. Ich mache da mal ein bisschen Schnee runter, dann könnt ihr mal sehen, wie der Schnee runterrieselt. Okay, wir gehen jetzt mal hier noch ein bisschen weiter und gehen dann oben auf der oberen Seite wieder zurück. Ich bin auch gerade schon im Überlegen, weil ich gerade sehe, dass es hier in diesen Brückenpfeilern nach unten geht. Da gehen hier so, ja, so Stiege nach unten. Ob man hier nicht vielleicht runtergehen wieder, weil das, glaube ich, nicht so gefährlich ist wie die Steintreppen, wo wir hoch sind. Hier könnt ihr auch sehen, dass die Brücke, also es, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, aber die Brücke hat so eine leichte Schräglage. Das diente halt dazu, dass die Züge schöner im Gleis liegen, weil halt die Brücke auch diese langgezogene Kurve macht. Ja, und jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft, sind gleich schon auf der anderen Seite. Ich muss ab und zu mal ein bisschen zurückschauen, weil da hinten nämlich noch meine Drohne und meine Kamera und alles liegt. Aber ich denke nicht, dass sich hier noch jemand heute mit uns hierher verirrt. Wobei, man weiß ja nie, weil da unten, da geht die nächste Treppe runter und da sind auch schon Fußspuren drauf. Die scheinen auch noch nicht allzu alt zu sein. Um Gottes Willen. So, dann sind wir jetzt drüben angekommen und versuchen jetzt mal hier hochzukommen. So, kurzer Seitenwechsel. Der Markus, der geht jetzt da unten lang. Hä? Obacht geben, da haben ein paar Dielen weg. Ja, super. Vielleicht kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen Action. Oh ja, oh ja. Nee, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich gehe lieber hier auf den Metall. Und auch das schwankt schon mehr als genug. Da unten sind wir gerade lang gegangen. Moment. Da unten. Ich werde mir jetzt Markus mal ein bisschen Schnee auf den Kopf träufeln. Wo ist er denn? Okay. Ja. Hi. Das war so nicht geplant. Kamera. Hä? Okay. Kriegst ein bisschen Schnee ab, Markus? Ja, hier oben schneit es auch. Denkt dir nichts. Ja, hier fehlt auch schon ein Stück vom Geländer. Ja, da möchte ich auch nicht runterfallen. Also es ist nicht ohne, aber es ist übel geil. Das ist schon mega. So, den restlichen Weg, den laufe ich jetzt aber ohne Kamera. Den habt ihr jetzt schon gesehen. Ich schwenke euch noch mal einmal hier über die richtig geile Aussicht. Und dann werden wir jetzt erstmal zu dem Haus zurückgehen, werden das restliche Equipment holen und dann geht es weiter in die Richtung zum Eisenbahntunnel. Gut, die Sachen sind gepackt. Wir machen uns mal hier auf den Weg die Rutschichengleise entlang. Bitte warten. Ja, gleich, Markus. ja, und dann da hinten müsste irgendwo der Tunnel sein und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lang der ist. Wir schauen jetzt einfach mal hin. Schauen, ob man da das Ende sieht. Aktuell sehe ich nur schwarz. Aber der Schnee wird weniger. Das ist schon mal gut. Okay, es ist kein Ende in Sicht bis jetzt. Okay, krass. Ich hätte gedacht, das wäre nur so ein kleiner Tunnel, aber anscheinend ist der doch ein bisschen länger als gedacht. Holla die Waldfee. Ah, okay, aber da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, da hinten ist schon wieder etwas Licht ersichtlich. Wir schauen jetzt einfach mal hinter, egal. Zur Not hätte ich auch noch eine Taschenlampe dabei. Das ist schon cool.
wann kommt man denn so mal groß in den Eisenbahntunnel rein? Ja, da hinten wird schon wieder hell. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ihr jetzt gerade noch seht. Noch geht es einigermaßen mit dem Gucken, aber jetzt wird es dann auch schon langsam richtig duster. Okay, ich glaube, ich muss die Taschenlampe rausholen. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück auf der eigentlichen Tunnelseite, wo wir auch rein sind. Ihr habt da hinten nichts verpasst, das schaut genauso aus wie hier. Das habt ihr ja schon vorhin gesehen. Ja, war eine interessante Expedition. Wir versuchen jetzt noch die letzten 2-3 Kilometer zum Auto unfallfrei zu überstehen. Es fängt auch schon wieder an zu schneien, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Luft holen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. So Leute, eigentlich ist das Video jetzt schon zu Ende. Allerdings wollte ich euch noch ein Update geben, dass wir einigermaßen unfallfrei unten angekommen sind. Wir sind jetzt den Weg auf der anderen Seite von der Brücke runtergegangen, weil es denn nicht zu oder nicht so steil erschienen ist. War eine dumme Idee. Wir hätten dahin da zurückgehen sollen, wo wir hergekommen sind. Aber wir haben es geschafft. Wir sind unten. Wir haben uns unseren Weg gesucht. Wir leben noch. Und von daher sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.